Hallo, schönen guten Morgen. Wir haben wieder 6 Uhr. Der Himmel ist leicht bewölkt. Es ist ziemlich frisch, wie man das, was man hier sonst kennt. Und es ist Zeit mal wieder für einen kleinen Rundgang. Ja, im Hintergrund könnt ihr das Haus sehen, das schon fast komplett seine Außenfarbe bekommen hat. Und jetzt gehen wir einmal herum. Bis auf ein paar Stellen hier vorne, hier die Säulen und das obere Mittelteil, ist die Farbe eigentlich fast fertig. Unten beim Sockel fehlt noch ein ganz kleines bisschen und hier vorne noch so wirklich nur noch am Rand. Die Stellen, wo jetzt noch keine Farbe hin ist, da soll wieder auch was Spezielles hin. Ja, sonst ist hier draußen eigentlich nicht so viel Neues zu sehen. Es war ja wirklich nur noch die Außenfarbe. Hier diese Betonumrandung ist bis jetzt gut abgetrocknet und es hat sich noch keinerlei Riss gebildet. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ja, letzten war gerade, ich glaube, das ist vor 2 oder 3 Tagen her, da war ein junger Mann hier, der hat die ganzen Fenster ausgemessen. Die werden ja alle speziell einzeln hergestellt. Und dann kommen die demnächst wohl auch hier rein. Die Innentüren wurden ja auch schon gebracht. Die liegen oben im ersten Geschoss drinnen und warten auf den Einbau. Ja, da hinten geht gerade die Sonne auf. Kommen wir hier zur hinteren Ecke. Ach ja, hier vorne, hier bei den ganzen Wasserentnahmestellen, da haben sie erstmal noch so Vierkantstahl hier reingedonnert, damit die Dinger nicht so instabil sind. Ja, der Balkon ist auch fertig, oben und unten alles sehr schön geworden. Ja, so geht es ringsrum. Schleichen wir uns mal ins Innere hinein. So, bei der Küche ist hier auch noch nichts weiter passiert, da der Fliesenleger im Moment überall woanders tätig ist. Und hier ist gerade seine Schneidecke und Mischecke so. So, ja, jetzt müsste man mehr Weitwinkel haben, haben wir aber nicht. Das könnt ihr hier sehen. Wir sind hier ja nun noch jetzt im Erdgeschoss und hier sind Fliesenarbeiten gerade voll im Gange. Na, gehen wir mal hier herum wieder. Also hier angefangen mit den ganzen Fliesen erstmal zu verlegen, so macht er das immer. Und dann nachher die einzelnen ringsrum, die dann noch zugeschnitten werden müssen. Ja, hier die Ecke im Wohnzimmer, die hat er gestern gemacht. Schwenken wir mal hier rum. Diese Ecke war vorgestern dran. Die hat er auch schon bis hier hinten hingelegt. Hier im Zimmer war er auch tätig. Da liegen auch schon die ersten in der Mitte. Nur ringsrum noch fehlen die noch. Ja, Anstrich muss hier unten noch gemacht werden. Ja, geht ordentlich voran. Sind die unteren Fliesen hier auch bald fertig? Schleichen wir mal rein ins untere Badezimmer. Ja, das mit der Toilette, das habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt. Die haben sie hier hingestellt und haben auch unten dieses komische kleine Loch, was hier war. Weiß ich nicht, vielleicht war das zuerst nur für den Abstand hier. Das haben sie auch zugemacht. Ja, angeschlossen.
hier das Waschbecken, Spiegel und die Duschgarnitur. Die haben sie auch angebracht. Da fehlt noch die Farbe an der Decke, das macht ja dann der Malertrupp. Ja, funktioniert so ganz gut. Hier fehlt noch der Wasserhahn, den meine Frau noch extra haben wollte. Der kommt dann auch demnächst dran. Hier noch ein Handtuchhalter. Damit werden wir bis auf die Elektrik, Deckenfarbe und die Tür, wird das hier alles fertig. So, nur nicht an irgendwelchen Schnüren hängen bleiben. Gehen wir mal nach oben, da wurde natürlich auch kräftig gewurschtelt. So, hier kann man gleich die zukünftige Innenfarbe sehen. Ein helles Blau, Blau-Grün, mintfarbig, haben sie hier angepinselt. Da waren die letzten Tage auch bei. Ja, bis hier oben hin haben sie hier so ein Gestell noch gebastelt, damit die auch da oben hinkommen können. So, hier oben sind sie mit den Fliesen ja schon ganz fertig, wie ich das sehe. Hier vorne die Kante an der Treppe auch. Eine schöne Metallleiste angebracht. Ja, hier oben sind andere Fliesen wie unten, sind auch kleiner. 60 x 60, unten sind sie glaube ich 60 x 1,20 Meter. Ja, hier liegen die Innentüren und warten auch auf den Einbau. Sonst ist hier alles schön fertig. Gestern wurden hier die Fußleisten angebracht und auch schon angepinselt. Ja, Farbe ist überall gleich. Nicht, dass man da vom einen regenbogenfarbiges Zimmer ins andere springt. Na, ich bin mal gespannt, wann denn die Türen und Fenster jetzt kommen. Weil die werden dann ja extra gebaut. Ja, bis auf Schlafzimmer, da will meine Frau ja Laminat haben. Soll sie kriegen. Mal sehen, wie lange das da drinnen bleibt. Ja, dann sieht das hier noch so ein bisschen anders aus. Aber die Farbe und sowas ist auch schon alles fertig. Hier können theoretisch auch schon fast das Geländer rauf. Das soll ja auch aus in die Roster. Geht unten hoch, an der Wand lang, denn hier die Treppe rauf und hier oben herum. Ja, gehen wir mal hier oben ins Badezimmer rein. Das ist ja auch mittlerweile fertig. Sieht ja eigentlich optisch so genau aus wie das untere, nur dass hier ein anderer Waschtisch zum Einsatz gekommen ist. Ja, einer zum Hinhängen, größeren Spiegel, den meine Frau haben wollte. Frauen mögen ja alle große Spiegel. Ansonsten ist hier eigentlich genau das gleiche wie unten. Ja, fehlt überall nur noch die Elektriker arbeiten. Ich bin mal gespannt, wann der Herr hier mal auftaucht. Hier ist die Decke schon gestrichen. Ist eigentlich auch fertig. Ich glaube, die Badezimmertüren, die haben wir noch gar nicht. Die müssen wir uns noch aussuchen. Ja, groß und hell ist der Innenraum. Ja, mein Computerzimmer ist auch endlich soweit fertig. Das große Fenster und die Tür mit dem extra größer gemachten Balkon. So
sollte ja zuerst auch nicht so groß werden. Ja, da kommt dann ja auch die Roster ringsrum, damit da keiner runterfällt. Ja, Fliesen hier auch fertig, Fußleisten fertig, angepinselt. Braucht auch nur noch Strom rein, Tür, Fenster und dann ist hier auch alles erledigt. Ja, so wie ihr sehen könnt, nähern wir uns langsam dem Abschluss, die Fertigstellung des Hauses, weil viel zu machen ist ja nicht mehr. Ist ja wirklich nur noch Türen, Fenster, unten noch so ein bisschen die Fliesen arbeiten. Und dann können wir hier auch schon hauptsächlich noch in die Elektriker arbeiten. Ja, ich denke mal, der Herr, der wartet wirklich, bis die hier alle fertig sind. Ja, das wird dann bestimmt auch noch ein bisschen dauern. Weil er sagte mal, so für so ein eingeschossiges Haus braucht er ungefähr eine Woche, um das alles fertigzustellen. Ja, also spätestens, da hier alles schon soweit vorbereitet ist, denke ich mal, dass der in einer Woche hier auch die Steckdosen soweit angebracht hat. Viel länger dürfte er dann eigentlich gar nicht brauchen. So, gehen wir mal die Treppe wieder runter. Da kommen ja dann Holzstufen hin. Also alles sehr schön hell geworden. Gehen wir mal zur Küche wieder raus. Schauen uns nochmal das hintere Haus an. Ja, die Küche hier, da haben wir uns auch schon Fliesen ausgesucht und die unteren Türen, die hier dann eingebaut werden. Da hat sich meine Frau mit den Fliesenleger letztes Mal noch ordentlich lange unterhalten, wie sie das so gerne hätte. Ja, hier gibt es noch eine kleine Außenansicht. Ist alles soweit fertig angestrichen, bis auf ganz kleine Reste. Ja, gestern haben sie auch noch unten den Sockel unten auch noch fertig gemacht, sodass der auch angemalt ist. Ich denke mal, mit dem Ende der Fliesen- und Malerarbeiten wird auch die Ära zu Ende gehen, wo hier die Arbeiter übernachten. Das wird dann auch vorbei sein, sodass das alles wegkommt und wir dann so allmählich mit der Gartengestaltung auch anfangen können. Ja, da wird ja bei verschiedenen Stellen ja auch noch Sand noch ein bisschen aufgeschüttet. Muss ja auch noch, das fehlt noch an einigen Stellen. Auch diese eine Ecke, die meine Frau zuerst nicht so gefallen hat. Ja, da wurden dann noch ein paar extra Zierelemente da hinten an der Wand angebracht. Ja, sieht alles mittlerweile doch sehr schön aus. Jetzt, wo alles angepinselt ist, gefällt mir das auch irgendwie immer besser. So, mit diesen Aufnahmen möchte ich mich dann auch schon wieder verabschieden. Der Rundgang ist beendet. Wie geht es hier weiter? Ja, Videos vom Haus bauen direkt werden ja nun so langsam weniger. Da ist ja nicht mehr allzu viel zu tun. Dann lass das mal die Fenster drin sein und die Fliesen fertig und dann die Türen. Dann ist das Projekt da schon so gut wie abgeschlossen. Aber es geht dann nach der Erntezeit, denn die Reisernte fängt ja jetzt hier bald an. Da geht es dann weiter mit dem Carport. Das Auto wird dann auch gekauft, damit wir nicht immer nur mit dem Roller überall hin tuckeln müssen. Dann kommt die Außenküche und dann, wenn die Arbeiter auch nicht mehr hier schlafen, dann geht es auch mehr los mit der Gartengestaltung. Ja, das wurde ja so nicht groß vorangetrieben in letzter Zeit. Ja, wie auch, wenn hier immer Leute sind, dann kann man ja nicht da zwischen die Zelte rumwurschteln. Bisschen Privatsphäre muss man denen ja auch gönnen.
Ja, also lassen wir es erstmal hier mit diesem Video sein. Ich weiß nicht jetzt, wie viele noch kommen, na, je nachdem, wie lange das dauert. Ja, und dann kommen auch einmal endlich andere Videos, nicht immer nur vom Bauen, 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 Bauen. Ja, schauen wir mal, wie sich die Zukunft so entwickelt. Ich weiß es auch nicht genau. Lassen wir uns einfach treiben. Also erstmal tschüss, bye bye und auf Wiedersehen.